Ach Gott, was ist denn das? Ich weiß nicht. Ich möchte, dass ihr Papa zu mir sagt. Er ist der Messias. Hoffentlich habe ich da keine Scheiße gebaut jetzt. Oh, ich hab das Ding gewaschen, den Kopf gehammert. Ey, Murat, dich kann man echt nichts machen lassen. Ach du Scheiße. Ich fand's top. Einfach, es passt alles. Pudi, als hätten wir es so gewollt, gell? Herzlich willkommen zu Murat dreht am Rad, Deutschlands großartigstem Handwerkerformat im deutschen Fernsehen mit Gini und mir. Wir sind wahrscheinlich die zwei einzigen Handwerker momentan in Deutschland, die Zeit haben und billig waren. Ja, billig, vor allem billig. Genau. Wir bekommen etwas ganz Tolles zugeschickt von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer, das vielleicht vorher in der Scheune lag, auf dem Dachboden oder im Keller. Wir wissen es wirklich noch nicht. Dann haben wir nur 2 Tage Zeit, daraus was ganz, ganz Tolles zu machen. Wenig Geld, wenig Zeit. Wenig Ahnung und viel Können. Viel Können, genau. Ja, jetzt hören wir auf zu reden, jetzt gehen wir ran. Genau. Hopp. Also, wenn Sie schon den Kofferraum von dem Bus nicht zubekommen. Da kommt was Großes. Ja. Ach Gott, was ist denn das? Oh mein Gott. Guck mal, das ist wieder so etwas, wo ich eigentlich immer gedacht habe, hoffentlich bekommen wir so etwas nicht zugeschickt. Boah. Was drin ist. Da war ein Ding drin. Das ist ein Name, guck mal. Der riecht nach Lavendel. An das Dream Team Murat und Günni. Hallo Murat, hallo Günni. Willkommen in Erlenbach. Ein kleiner, gemütlicher Stadtteil von Kaiserslautern. Oh, das ist ein Pfälzer. Der Schrank ist schon über 100 Jahre alt. Wir selbst haben ihn erst seit ein paar Jahren und hatten ihn durch eine Hausbesichtigung angeboten bekommen. Die Herrschaften, die Besitzer, ehemalige Besitzer waren, sind dann in ein betreutes Wohnen und leider ist nach einiger Zeit dann auch die Frau gestorben. Und ja, wir waren sehr, sehr lange mit denen befreundet und sind jetzt super dankbar, dass wir wenigstens ein kleines Erinnerungsstück an die haben. Meine Freundin war auf jeden Fall sehr modern eingestellt, aber sie würde sich wahrscheinlich in Grab umdrehen, wenn es wirklich ein Terrarium wird. Man hat auch dann schon so ein bisschen ein unwohles Gefühl, wenn der Schrank jetzt dann geht, weil man dann doch nicht weiß, was es wird. Ich hoffe einfach wirklich, dass es was ganz Tolles wird und leg da jetzt einfach meinen Schrank in erfahrene Hände. Vielen lieben Dank. Und ganz liebe Grüße, Jasmin, Murat und 4 Kinder. Der heißt auch Murat. Cool, oder? Ist ein Schuhschrank. Also für einen Schuhschrank riecht er richtig gut. Und er ist sehr, sehr alt. Also mit dem Alt, da bin ich gerade momentan ehrlicherweise wirklich im Zweifel, weil hier wirklich einige Teile sind, wo ich merke, so alt ist der wirklich nicht. Aber knarre tut er wie ein Alter. Wir tun jetzt erstmal das Budget erdrehen. Ja, und anhand des Budgets können wir mal völlig rumspinnen. Bei 4 Kindern könnte es auch eine Seifenkiste werden. Überlegen wir uns mal was, okay? Aber überleg nicht so lange, du weißt. Okay. Komm, dann drehen wir kurz. Ich habe das Gefühl, diesmal wird es 5.000 Euro. Ich habe in der Sendung nicht einmal, jetzt haben wir echt schon viele Folgen gemacht, wir haben nicht einmal die 5.000 erreicht. Das heißt, wir. Ja. Du drehst. Aber wir können ja mal was einbauen, dass wir auch mal auf 5.000 kommen. Ja, also ein Gewicht. Also 1.500 Euro ist wirklich nicht viel. Wenn man mal überlegt, was momentan gerade Inflation ist und was Baustoffe gerade kosten. Das heißt, wir müssen wirklich so viel von dem Schrank benutzen, was nur möglich ist. Vielleicht finden wir ja im Garten noch was. Ja, natürlich finden wir im Garten noch was. Was willst du nur noch warten? Wir haben alles, was wir im Garten haben, haben wir in den letzten Sendungen aufgebraucht.
Beim Schrank wusste ich sofort, Schrank ist Eugen. Eugen ist Tischler, er ist technisch versiert und er sieht meiner Meinung nach viel zu gut aus für einen Tischler. Ja, und ich? Du siehst richtig aus wie ein Tischler. Hallo Murat. Hallo Eugen, bist du unterwegs? Ah ja. Ja, hättest du vielleicht kurz Zeit, ich will dir was zeigen, ich habe da was ganz, ganz Cooles. Etwas Antikes und ich brauche da deinen Rat, ich brauche da deine Hilfe. Meinst du, könntest kurz vorbeikommen? Okay. 10 Minuten, wirklich, du brauchst vielleicht nur 10 Minuten. Ich kenne deine 10 Minuten. Ja. Kannst 2 Nuller dazu machen. Ja. Aber nur, weil du es bist. Oh. Sie ist nicht wegen dir. Alles klar, Eugen, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Der ist aber lieb. Der ist, ich würde mal eher nicht lieb, der ist, glaube ich, naiv. So. Jetzt warte mal einfach mal auf den Eugen. Irgendwann, da schaut er dich an. Irgendwann, ich habe schon Freunde, die gehen halt mal ins Telefon, aber ich rufe auch immer mit unterdrückter Nummer inzwischen an. So, dann warten wir jetzt mal auf den Eugen und überlegen mal, was hat er noch für Ideen. Bin ich echt mal gespannt. Natürlich gab es in dieser Folge wieder eine Challenge und ich freue mich so extrem drauf. Denke dir Kosenamen für Günni raus. Da gibt es ganz, ganz viele, die kenne ich schon. Bombard, Dappschädel. Haushoch werde ich darüber gewinnen. Jetzt bin ich mal gespannt, was er für eine Challenge hat, ob die ein bisschen schwierig ist oder sogar noch einfacher. Verstecke etwas, das Murat aktuell benutzt und lass ihn suchen. Der verliert eigentlich alles, sein Portemonnaie, alles. Du darfst ihm nichts in die Hand geben, was wichtig ist. Er verliert es, er verlegt, er verliert es. Aber das kriegen wir hin, das packen wir. Es ist ein Bauernschrank, sagt man dazu, gell? Guck mal, ich passe da rein. Guck mal. Den nehmen wir versteckt. Mach auf jetzt! Hallo Günni. Günni. Hi, Eugen. Wo ist der Kloy? Weiß nicht. Mach auf jetzt! Günni, findest du das witzig? Ich hab dich gerettet. Das ist nicht mehr aufgegangen, es hat geklemmt. Der Günni hat mich schon öfters mal irgendwo eingesperrt. Also war nicht das erste Mal, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ich kann's nicht. Ins Auto hat er mich schon eingesperrt, du hast mich schon einige Schränke eingesperrt, kann es sein? Ja gut, ich finde das immer schön, wenn mal Ruhe ist, wenn man mal einsperrt oder ich mache ihm auch gern Aua, das ist auch schön. Lass uns so coole Kisten machen, so eine Sitzbank, wo man drauf hocken kann und lass uns den komplett auseinandernehmen. Ja. Guck mal. Hier vielleicht durchschneiden, dann sind es ja 4 Felder. Und vielleicht können wir die Türen als Rückwand nehmen, da sieht es nicht so klobig aus. Weil wir verschlanken den komplett. Nochmal ein Blatt Papier. Und das heißt, wir haben hier unten eine Sitzbank. Ich mache das jetzt mal, du kannst es nachher schön machen, okay? Mhm. Du kriegst es nachher schöner hin. Dann könnte man vielleicht diesen Rahmen hier, den können wir vorne lassen, als Seitenwand. Finde ich ziemlich cool. Also wir drehen den Schrank sozusagen 90 Grad. Wir legen den hin. Genau. Dann machen wir hier eine Sitzbank. Dann können wir hier Haken hinhängen, wo sie die Garderobe benutzen können, die Kinder. Mhm. Weil ich kenne das Problem mit meinen Kids, die schmeißen es wirklich hin. Das ja, machen aber die Haken nicht so hoch. Okay, ja, stimmt. Oder mach oben und unten auch nochmal eine Reihe Haken. Also Eugen, dann vielleicht machst du nochmal eine konkretere Zeichnung. Ja. Und ich und die Bachforelle hier, wir werden das so lange auseinanderbauen, okay? Okay. Dieser Schrank ist von ihrer verstorbenen Freundin. Deswegen ist es auch cool, dass wir den nicht zusammensägen oder sowas. Das heißt erhalten, okay? Murat, guck. Spanplatte hat es früher auch nicht gegeben. Ausgebaut, Spanplatte und ein Furnier drüber gezogen. Das heißt, der kann nicht, also der ist nicht alt. Die haben gedacht, der wäre antik. Und der war nicht antik. Also wenn man vom Handwerk versteht, natürlich du nicht, aber ich habe das natürlich sofort mit Argus-Augen gesehen, dass dieser Schrank... Was für Auge? Argus, kennst du das nicht? Argus. Argus-Augen. Ich kenne Angus. Angus-Rind. Das ist ein Rind. Aber ja. Aber gut. Aber ich rede gerade von der griechischen Mythologie, dass du davon keine Ahnung hast. Das war mir eigentlich klar, aber es ist egal. Ja, kannst du ja mal googeln. Ab wann gab es die Spanplatte? Das kannst du nicht lernen, gell? Wahnsinn. Ich habe früher mal im Zirkus gearbeitet und mit dem Günni zusammen. Ich werde ein Dompteur und er war dieses Ding. Ich werde Clown. Dieses Walross. So, das wärst doch du, oder? Dieses. Und ich mache wieder Peitsche.
Jetzt reicht's. Und du, oder? Seit wann wird der Walross oder ein Seehund mit der Peitsche dressiert? Leute, können wir mal versuchen, dass wir gar keine neuen Rohstoffe mehr verwenden, um alles, was wir jetzt abgebaut haben, nachher wieder zu verwenden. So, jetzt haben wir 4 Kids, 4 Kisten, 4 Fächer. Das heißt, nachher einfach die Truhe und die Sitzgelegenheit aufklappen und jedes Kind hat sein eigenes Fach, wo er seine Inline-Skates reinlegen kann oder, keine Ahnung, irgendwelche besonderen Schuhe oder Schals, wie auch immer. Finde ich saumäßig cool, gerade bei Kindern, weil ich selber welche habe. Ich weiß, wie unordentlich die sind und wie es immer schnell gehen muss. Kiste auf, Zeug rein, Kiste zu, alles aufgeräumt, das war's. So. Setz dich mal drauf. Ich habe Angst. Ach was. So. Das wäre sozusagen die Sitzbank. Ich würde es auf jeden Fall noch beziehen, dass wir hier so einen Stoff drauf machen. Mhm. Dann müssen wir hinten Scharniere hinmachen, genau, wie man es öffnet. Und das da ist jetzt eigentlich die? Die Rückwand. Ich finde, diese Leiste sieht schon ziemlich cool aus. Das ist jetzt gar nicht mehr so cool, finde ich. Weißt du, was auch das Ding wäre? War auch nicht cool. Wir haben das zu Hause. Und zwar so ein Moodboard zu machen. Moodboard heißt einfach so eine Tafel, wo du wirklich die Termine der Kinder hinschreiben könntest. Dann nehme ich das mal mit und gehe damit mal in den Baumarkt und besorg mal alles. Hatten wir jemals so viel Kohle im Baumarkt aus? Nie, gell? Wir könnten uns noch einen Hochdruckreiniger holen. Bevor ich jetzt in den Baumarkt fahre, ist mir gerade eingefallen, wir haben in Hockenheim einen Sattler, und zwar der Baku, da habe ich schon mal was geholt. Ich brauche für die Sitzfläche noch ein Leder oder einen Stoff und ich brauche ein bisschen Schaumstoff, damit der Eugen nachher wirklich die Sitzfläche beziehen kann. Und ich habe gerade gesehen, er hat offen, also holen wir hier kurz unseren Stoff. Ja. Guck mal, hi, servus. Güni, Güni, Baku, nicht die Hand geben, er hat Milben. Aua. So, Baku, guck mal, ich mache gerade so ein Möbelstück, wo ich so eine Sitzbank habe. Und diese Sitzbank möchte ich mit dem Stoff beziehen. So, irgendwie zwischendrin, Baku. Was da dazu passt. Oh, das ist cool. Schau. Guck mal, das wäre cool. Das ist irgendwie so alles so zwischendrin irgendwie. Was hast du hier denn, das da? Mhm. Hast du uns noch Schaumstoff, so 3 bis 4 Millimeter? Haben wir auch. Zentimeter? Ja. Zum Sitzen. Die Kinder, wenn die drauf sitzen, die sollen ja wirklich nicht hart sein. Deswegen brauchen wir so 3 bis 4 Zentimeter Schaumstoff drunter und dann beziehen wir das. Kann man machen. Das Teil kommt hier, das Teil kommt hier. So. Und hier machst du so eine Kantefalte. Sieht so aus. So. Siehst du? Jetzt. Hast du kapiert? Du hast doch kapiert. Ich hab's kapiert. Du auch? Wenn du willst, macht der Baku dir noch ein YouTube-Video. Willst du noch haben? Hast du jetzt kapiert? Ich hab's kapiert. Alter, da verlangt ja, wenn du es weißt. Ja, okay. Komm, wir müssen uns beeilen. Wir müssen noch einen Baum haben, bevor der zumacht. Bin mal gespannt. Komm mit. Günni, beeil dich, reinwerfen. So. Soll ich fahren? Ja. Ab geht's, Baumarkt. Möbel Klarlack, Möbellachs. Ein bisschen kräftiger. Das da? Nee. Ich hole mir die Flachverbinder. Hier sind Flachverbinder, und zwar hier. Siehst du das, Günni? Sind das Flachverbinder? Sind das Flachverbinder? Geh dir einfach weg. Komm gleich wieder. Kleine. Nur die. Klappe. Ja, das ist das. Klappscharniere. Ich bin da. Möbelfüße. Sieht cool Schräge. Aus. Ja, sieht cool aus. Sieht designmäßig aus. Die sind aber arg hoch. Was hat er doch gesagt? 20 Zentimeter. Wie viel? 20 Millimeter. Er hat gesagt 3 ja, Millimeter. Wie viel sind das? Mein Gott, das gibt ja. Ich krieg einen steifen Hals. Das sind 20 Millimeter. Ich will nicht drüber reden. Ich will einfach nicht drüber reden. Kleine Klammern für die Schnur. Ich habe so Haken, um die Jacken hinzuhängen. Das ist doch viel zu aufwendig, diese. Was? Ja, das ist doch viel zu groß. Nimm doch kleiner. Nein, das sieht toll aus. Die zweite.
wir sind völlig eskaliert im Baumarkt, ohne Spaß. Was habt ihr denn ausgegeben? Wir haben, glaube ich, knappe 500 Euro. Also für das? 600, ja, ja. 600 Euro. Wir haben nur das Beste vom Besten. Habt ihr noch Blattgold irgendwo zwischendrin liegen? Nein, wir haben jetzt diesmal, wir haben uns richtig gegönnt. Ja. Was für Farben habt ihr jetzt? Ich habe Ding geholt. Khaki-Grün und Jute. Jute oder Ute? Ja, Jute. Und wir müssen echt gucken, was wir wie streichen. Ob wir das Khaki unten machen oder oben machen. Ich glaube, das Khaki würde ich oben machen und das Jute. Guck mal. Ich wäre eher für umgekehrt. Ja. Weil das weil ist das ein guter Kontrast. Also. Mit dem. Das passt ja besser wie das. Und das halt oben. Okay. Das oben. Bescheid verstanden? Ja, okay. Dann machen wir für heute Feierabend. Ich werde jetzt alles streichen. Die Jungs gehen jetzt auch nach Hause, machen morgen weiter. Und dann machen wir auch den Sitzbezug. Die Platte willst du streichen. Ja. Ich werde alles streichen. Du trägst immer so dick die Farbe auf. Mhm. Und, Hör mal zu, Schnuffel. Ja. Hast du Schnuffel zu mir gesagt? Ja. Das ist aber lieb. Warte, ich halte ihn fest. Okay, komm. Man musste wirklich bei dem Lack mehrere Schichten machen. Und wir haben nur zwei Tage Zeit und dann musste ich einfach nachts noch mal kommen. Hat mir den Wecker gestellt und hat noch mal eine Schicht drauf gemacht. Ah, das war das mit dem Tafellack, genau. Mit dem Magnetlack. Genau. So, guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Jetzt gucken wir, ob der Murat richtig gestrichen hat oder sein Handwerk richtig gut gemacht hat. Funktioniert. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir über diese Magnetfarbe nochmal mit der Kreide drüber, weil man möchte ja auch nachher drauf malen und es einfach wegwischen. Was ist da auf? Günni, das gehört so. Was machst denn du? Das ist eine Technik, glaub mir. Da ist er noch gar nicht gestrichen. Ach so. Oh, Eugen, ich gehe heim. Das ist die Sitzfläche und in dieser Sitzfläche machen wir jetzt diesen Polsterbezug drauf. Ja. So, jetzt legst du es bei dir schön Nein, bündig an. Leg's doch da unbündig an. Hey, mein Ding. Hab schon. Keine Zeit, auf den zu warten. Auf, mach. Mach. Ja, hol dein Kunstleder. Dein Leder. Los. Das saugt die Feuchtigkeit auf. Eugen, und zwar machst du hier. Fang das mal an zu tackern. Ja, genau, so machen wir es so. Wo fängst du an? Am Rand oder fängst du in der Mitte? In der Mitte, dass wir schon mal einen festen Stand haben. Was heißt ein fester Stand? Für was brauchst du einen festen Stand? Das ist so schlau angehört. Ja, da holen wir dann einen Tacker. Ja. Aber uns fehlt ein Akku. Wie viel hast du denn, wie viele Nägel? Halt, wie viele Tacker hast du? Einer. Wie viele Nägel du hast? Oh, ich hab fast getötet. Oh, ich hab das Ding wie fast in den Kopf gehammert. So. Lange die? Nein, die werden nicht lang. Haben wir noch Nägel? Hast du noch? Ja, weiß ich noch nicht. Sag doch du. Es sind keine da, außerdem sind die doch zu lang. Die gucken doch ohne raus, oder nicht? Sind die nicht zu lang? Oh, die sind zu lang. Oh. Ich will das nicht mehr. Mein Leben ist nichts mehr wert. Warte kurz. Was suchst du da unten? Nägel. Ach, das tut so weh. Ich wollte jetzt eigentlich was lernen. Sehr gut. Die Ecke muss er ausbilden. Ja. Also, ich möchte, dass man mit der Kamera diesen Schritt jetzt wirklich gut aufnimmt. Ich möchte, dass die Menschen zu Hause etwas lernen. Das macht man wie bei einem Paket. Guck mal, so. Willst du nicht erst die Seite tackern? Welche? Diese. Ja. Hat er das nicht so erklärt? Hast du gerade gestottert? Hat er das so erklärt oder nicht? Hat er. Und warum machst du das nicht? Du hast das doch erklären lassen. Ja. So. Siehst du das?
Reicht schon. Mach jetzt erstmal alles komplett und dann machst du nur noch die vier Ecke. Ja, wenn du das alles weißt, wieso machst du das nicht? Ich hab gedacht, du weißt. Da hat sie doch erklärt gestern oder nicht? Ja, ich war in einem Wurmloch. Genau. Das Teil kommt hier, das Teil genau. kommt hier. Hast du jetzt kapiert? Ich hab's kapiert. Alter, da hat aber lang her, wenn du es weißt. Ja, okay. Du bist ein Wurmloch. Spannst du's? Ja. Kannst du das auch erklären, was du da machst? Weil ich habe noch nie gepolstert. Ein Zauberer verrät seine Tricks nicht. Ach so. Das gibt's nicht. Ich hab's gewusst gestern. Was hast du gewusst? Wieso hast du nicht zugehört? Wo du gesagt hast, du hast kapiert. Habe ich gewusst, dass du es nicht kapiert hast. Hast du in seine Augen geschaut? Ja. Wie hat er das gemacht? So. Nein. So. Nein. So. Das, was er gezeigt kriegt hat, vom Polsterer war. Jetzt sag ich, der Papa geholt. Der läuft hier immer rum und will uns immer bei irgendwas helfen. Und er ist immer für uns da. Und er ist auch extrem, extrem talentiert. Also, wenn es der Papa nicht mehr hinbekommt. Mehmet macht alles. Dann ist es kaputt. Papa, kannst du uns mal zeigen, wie man hier die Kante macht? Oder der Kessier ist? Gesellen? Ja. Besser ja. aussieht. Und jetzt, Papa? Jetzt, da muss hier aufschneiden ein bisschen. Da, auf die Nase. Ja. Guck mal, ich mach hier auch mal einen Ding. Was machst du denn jetzt? Ich mach gar nichts mehr. Schwiegervater, hilfst du kurz, Papa? Ich weiß nicht. Alles da. Okay, jetzt drehen wir es mal um und sehen, wie es aussieht. Ha. Gut sauber, ja? Sehr sauber, ja. Sehr schön, Papa. Bitte. Dankeschön. Gut, sieh. Kein Problem. Jetzt gucken wir mal, ob wir es richtig gemacht haben. Ja. Der erste Versuch, okay? So. Ui, als hätten wir es so gewollt, gell? Komm, Günni, dreh's. Macht's bitte genauso, wie ich es euch gesagt habe. Okay. Wie hast du es uns gesagt? Ich hab's vergessen. Voll schön, wirklich. Richtig schön. Jetzt machen wir diesen Rahmen und in diesen Rahmen wird nachher die Kreidetafel angelegt, oder eingelegt, sozusagen, und dann wird es an die Wand verschraubt. Das bohren wir jetzt rein, oder wie? Genau, das wird reingebohrt, dann kommen dann Schrauben mit so Haken, ja, und die werden dann in die Wand und das wird dann reingehängt. Eugen, wenn die ein bisschen schlau sind, die Leute, dann lassen sie uns nicht ihre Wand anbohren. Ich bohr die Wand. Du bohrst die Wand an. Wer? Du musst anbohren an der Wand. Sag dir dann, wer anbohrt. Wem gehört die Sendung? Dir oder mir? Weder mir. Du hast die Verantwortung. Aber das wird nachher ein bisschen tricky. Wenn wir nachher alles ausliefern, müssen wir die Wand anbohren. Und beim Wandanbohren kann man natürlich viel falsch machen. Man kann eine Elektroleitung treffen, man kann eine Wasserleitung treffen. Oder deswegen bohrst du? Nee, wir machen das zusammen. Ich nehme extra so ein Gerät mit, so ein Minensuchgerät. Guck mal, der Fettfinger, guck mal, der. Guck, das meine ich. Aber jetzt. Ah ja, aber voll reingelangt, ne? Guck mal, das sieht schon richtig cool aus. Aber um den richtigen Effekt zu bekommen, müssen wir uns noch was einfallen lassen. Guck mal, einen Schrank so zu machen, kann jeder. Aber wir brauchen diesen Murat-Dreht-am-Rad-Effekt. Ich finde nämlich cool, wenn man den Schrank aufmacht, dass die Kinder sehen können, was in den Fächern drin ist, in den Kisten drin ist. Wenn wir noch irgendwas machen, können schon was einfallen lassen, wie wir da noch Licht reinkriegen. Ich weiß nicht, wo kommen deine ganzen Ideen her? Ich weiß nicht, die kommen so schnell, ich wundere mich selber. Das ist der Wahnsinn.
Wahnsinn. Ich mache mal seitlich so Korteln rein als Deko-Element. Es sieht einfach cool aus, wenn man denkt, dass man die Kiste so tragen könnte. Hoffentlich habe ich da keine Scheiße gebaut jetzt. Ich habe vor 10 Sekunden gefragt, können wir den alleine schaffen lassen? Hat er gesagt, ja, er vertraut dir. War saumäßig schnell. Also ich habe saumäßig schnell diese Kordel angebracht. Mann, hast du jetzt eine halbe Stunde gebraucht, für zwei Löcher zu bohren? Ich habe mir lange über die Gedanken gemacht. Das muss man normal in 5 Minuten muss man das gemacht haben. Ich habe es mit, wie soll ich sagen, mit Liebe gemacht. Ja? Fast ein bisschen zu hoch, ne? Zum Schuh anziehen. Jetzt sehen wir, wie weit du da runter musst. Ja, für ihn ist das Ding. Guck mal, mach mal. Dich, mach mal du. Ja, ist ja nicht jeder so klein wie ich. Das sind auch Kinder. Ja, aber es sind große Kinder. Auch selbst die Kinder sind größer wie du. Ja. Da, du kommst vielleicht mit deinem Bäuchlein kommst du vielleicht gar nicht so weit runter. Wegen, du hast ja auch ein Problem, bei dir eckt dir das Ding schon an. Das. Ja. Aha. Pummelluft. Er hat das gar nicht mehr wahrgenommen. Und es war für mich ein leichtes Spiel, würde ich diesmal sagen. Ah. Alles da, das hat jetzt funktioniert. Hebst du mal eine Kordel? Ich habe die Kordel hingemacht. Heb mal kurz. Ich habe Angst. Mach, hoch. Guck mal, wie er strahlt. Und? Wie er strahlt. Das Erste, was funktioniert hat, was er gemacht hat. Guck mal. Ich möchte, dass ihr Papa zu ist. Er ist der Messias. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt müsst ihr mir einen Gefallen tun. Wir bauen das mal kurz an der Wand mal kurz auf, okay? Ich will es mal kurz aufbauen, okay? Stellen wir es mal an die Wand. Ich glaube, dass er die Kordel gewickelt hat. Aber heb mal das dran, Günni. Soll ja Garderobe sein. Legen wir es mal drauf. Oh, pass auf, ohne dich zu verkratzen. Nochmal einen Haken. Ey, Murat, dich kann man echt nichts machen lassen. Nichts. Guck dir das Ding mal an. Was? Du hast es verkehrt rum drauf gemacht. Du kannst dir echt nichts machen. Ja, guck mal das Herzl an. Das ist ein normaler Herz, doch. Das ist eine Blume. Ja, was für Blume ist das? Das ist eine türkische Tulpe. Davon hast du aber keine Ahnung, gell? Nee. Ja, siehst du? Okay, dann machen wir es so. Also soll man den Haken jetzt nochmal umdrehen? Ja, wir drehen den Haken nochmal um. Ja, was? Ich denke, du hast ihn richtig rum drauf gemacht. Nein, ich hab's falsch rum drauf gemacht. Ah. Ich habe das aber gar nicht gesehen. Vorhin hat er sich noch so gefreut, gell? War das hier auch falsch? Mit der Schnur. Boah, das ist hier auch falsch. Aber es ist nicht schlimm, wenn man kann einen Haken unten und einen Haken oben machen. Okay, dann tun wir den weg. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber was da schiefgelaufen ist, aber dieses Ding falsch, das war einfach keine Ahnung. Das ist doch verkehrt rum. Ja, weiß ich doch. So, es ist richtig rum. Das sage aber nicht, dass das... Eugen! Hm? Eugen, komm mal. Nein. Komm mal kurz. Nein. Komm ganz kurz, das musst du gesehen haben. Guck mal, der hat so rum angeschraubt. Guck mal. Siehst du was? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hat er die Schraube rund gemacht. Als er dann die Haken wieder gelöst hat und wollte neu anbringen und dann wieder verkehrt rum. Ich weiß nicht, was an diesem Tag. Nein, da sieht man, du hast ein IQ von minus 12. Ja. Schreib mal Familienorganisationsbord. Schreibt mal Familienorganisationsbord aus. Wie schreibt man das? Schreibt doch nur Orga. Orga, Abkürzung für Organisation. Aber ich habe doch jetzt schon Familien geschrieben. Ah ja, Familienorga. Also pass auf. Orga-Board. Und Orga jetzt groß. Ah ja. Sag mal, kann es sein, dass du die Challenge einfach verpennt hast die ganze Zeit? Wer hat eigentlich gewonnen? Ja, ich muss ehrlich zugeben. Hattest du wieder eine Gedächtnislücke? Nee, ich hab war überhaupt nicht fokussiert auf die Challenge. Ich hab gewonnen. Hast du es gesehen? Herzlichen Glückwunsch. Nein, ich will das nicht. Ich war dir wieder geistig. Doch, das musst du.
Herzlichen Glückwunsch. Herr ich war dir geistig wieder überlegen. Ja. Was war deine Aufgabe? Ja, genau. Was war deine? Meine Aufgabe war, dir Kosenamen zu geben. Pummeluff, Schnuffel. Ist es gar nicht aufgefallen? Oh Gott, das ist ja mal ganz billig. Ja, aber, ja, das ist ja mal ganz billig. Billig, billig. Ja gut, meine Challenge war ja, ihm Werkzeuge zu verstecken. Und hier ist halt nicht so viel Platz. Merkst du, das ist mir gar nicht aufgefallen. Weil, ja, weil du eine Pfeife bist. Du hättest einen Kreuzschlitz mit Torx reingeschraubt. Habe ich dich richtig geschlagen, also richtig kaputt gemacht? Ja, richtig kaputt gemacht. Ja? Ja. Meistens bin ich voll fokussiert, aber da war ich irgendwie abwesend. Ich weiß auch nicht. Aha. Weil normal lasse ich ihn nicht gern gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Kann das sein, dass du einen Sekundenschlaf über mehrere Stunden hattest? Kann das sein? Ja, ich habe jetzt den Günni vernichtend geschlagen. Jetzt geht's nach Erlenbach. Ich bin auf die Familie gespannt, was sie davon halten, wenn die Familie jetzt doch ein bisschen stärker organisiert ist mit diesem Organisationsbot. Also viele, viele Fragezeichen. Und die werden wir jetzt aufklären, indem wir jetzt alles ins Auto reinpacken und nach Erlenbach fahren. Normalerweise ist es so, wir bauen ja ein Bauteil, haben dann 2 Tage Zeit und am dritten Tag wird ausgeliefert. Diesmal ist es ein bisschen anders gewesen. Und zwar, ich hatte daheim familiäre Probleme, meine Mutter war schwer krank. Ich habe das alles geregelt und jetzt hat sich natürlich die Lieferung ziemlich verzögert. Aber ich denke, wir haben es trotzdem hingekriegt. Familie geht vor. Günni, bitte benehm dich gleich. Nicht, dass sie gleich merken, dass du nichts drauf hast. Ich klingel und du sprichst. Und ich war im Auto. Ja, wenn ich klingel, dann denke ich, die Zeugen Jehovas sind da. Verstehst du, was ich meine? Ich habe was im Auto vergessen. Nicht, dass sie nicht aufmachen, weil sie denken, Pizza-Service, die Zeugen Jehovas sind da. Hallo, ihr zwei. Hallo. Murat. Hallo. Günni. Hallo. Jasmin. Murat. Murat, grüß dich. Auch Murat. Auch Murat. Sie noch ist auch Murat. Murat. Ja, oh ja. Gott. Jetzt wird's ganz noch Murat. Ja, wer kommt denn da? Hä? Alles klar, dann zeigt ihr uns mal, wo es hingehört. Kommt rein. Okay, das ist euer Eingang. Das heißt, alle Kinder, ihr lauft hier durch. Genau. Es ist ein cooler Platz, muss ich sagen. Du hast wahrscheinlich... Ihr habt euch weiß ausgesucht, weil der Raum, dass er nicht zu dunkel wirkt, dass er größer wirkt, hast du dir wahrscheinlich weiß ausgesucht. Genau. Ich okay. Wir tun jetzt diesen Schrank ganz kurz in diesen Raum rein. So hast du mich doch auch eingebuchtet, kann das sein? Sag mal, in der Zeit, wo du die Schuhe angezogen hast, habe ich eine Bodenplatte für ein Zweifamilienhaus gegossen. Weißt du das? Langsam. Der Hund hat schon gewäscht. Der Hund hat Hunger. Ja, der Okay. Ich glaube, jetzt können wir sie rufen, oder? Ja. Rufst du? Murat, Jasmin, die Kinder, jetzt könnt ihr mal kommen. Bei Murat habe ich richtig gemerkt, der hat sich richtig gefreut. Die Jasmin war eher mal etwas skeptisch. Ich habe ihren Blick gesehen von der Seite. Da wird oh. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Mein erster Gedanke war, ach du Scheiße. Ich war schon etwas überrascht. Ich habe selber 2 Kinder und ich weiß, wie die Organisation der Kinder, wie schwer das manchmal ist. Und ich habe vorhin gesehen, du hattest deine Stundenpläne am Kühlschrank dran. Mhm. Und das hatten wir früher auch. Aber direkt am Eingang so eine Organisation zu haben, wo man wirklich das Leben der Kinder und auch das eigene Familienleben organisieren kann, das heißt Einkaufszettel hinmachen, Stundenpläne oder einfach To-Dos. Hut ab, ja.
Und wie ich dann noch den Tafel gesehen habe, dass man da drauf schreiben kann, alles Mögliche noch dran, magnetisch noch ist, cool. Also ich bin schon sprachlos. Für die Kids ist es echt was Besonderes, weil wenn sie aufräumen möchten, dann ist es am besten, dass man wirklich mit Kisten arbeitet. So haben wir es bei unseren Töchtern auch gemacht. Die haben auch ihre Kisten gehabt, wo sie ihr Spielzeug hatten. Und wie habt ihr das mit der Lackierung gemacht überhaupt? Habt ihr das Lackiert nochmal drüber geschliffen, oder? Ja, wir haben es lackiert. Wir haben es lackiert und sind dann mit Drahtbürsten nochmal drüber gegangen, dass wir diesen Vintage-Look hinbekommen. Auf so eine Idee muss man ja schon mal kommen, gell? Ich habe alles erwartet, aber okay. Oh, nein. Das ist gar nicht. Es bringt sehr viel Arbeit mit sich. Ich habe dann ein neues Hobby wahrscheinlich. Ich werde dann jetzt Tafelwischer. Wir hatten ja bei dem Schrank noch zwei Türen. Mhm. Okay? Und die wollten wir eigentlich rechts und links hin machen, und zwar mit Kleiderhaken. Aber hier reicht der Platz nicht mehr aus. Deswegen haben wir das innen gemacht. Und dann könnte man das jetzt noch, wenn ihr das wollt, könnt ihr das doch hier an die Wand hin machen. Ja. Hier können die Kids ihre Jacken aufhängen, die Gäste können ihre Jacken aufhängen. Da war wieder diesen Used-Look, den wir mit dieser Drahtbürste gemacht haben. Und es sieht einfach toll und natürlich aus, wenn man direkt in den Eingang reinkommt und gleich so etwas sieht. Ja, die Türen. die sind praktisch. Also meine Meinung ist, ich fand's top. Einfach, es passt alles. Vielen Dank, ich bin Maus. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Murat, hau rein. Danke, danke für das gute Essen. Gerne. Tschüss. Tschüss. Also wir können definitiv viel mehr mit dem Schrank jetzt machen. Super praktisch finde ich den Stauraum. Und vor allem, dass es auch für vier Kinder ist. Also es ist definitiv eine Bereicherung. Ja. Und halt auch sehr klobisch, immer noch. Komm, Günni, bevor es dunkel wird. Weil ich weiß nicht, ob die Lichter funktionieren. So. So viel dran, gell? Fahren wir los. Mit der Audi, gell? Ja. Wir haben aus etwas Altem was ganz, ganz Modernes, Neues kreiert. Und die Kinder waren zufrieden, das ist mir saumäßig wichtig. Bei Murat habe ich mich richtig wohl gefühlt, bei der Jasmin wusste ich nicht. Hat sie gefallen, hat sie nicht gefallen? Ja. Ich bin ausgepowert. Du bist ausgepowert, ja? Ja, ja. Du hättest dir vielleicht den zweiten Fleischkäse weg nicht noch reindrücken sollen. Oh Gott.